Ihr lieben Schweden-begeisterten Fans da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero hier bei uns auf dem Kanal. Und wir bedanken uns erstmal sehr, sehr herzlich für die vielen hilfreichen Tipps, die ihr uns permanent reinballert. Ich finde es richtig gut. Ja, und ich auch. Total super. Wir freuen uns echt über jeden Kommentar. Und da sind ja ganz, ganz tolle Tipps dabei, die wir, ja, also immer hätten wir drüber nachgedacht, hätten wir es wahrscheinlich irgendwann auch selber. Aber sowas wie, ihr findet den Bunkereingang, weil irgendwo halt da in der Nähe die Straße einfach endet. Ja, klar. Genau. Logisch. Und apropos Bunker, da sind wir schon beim Stichwort. Feldzugplan Bunker Marten. Deinen Informationen zufolge müsste es irgendwo in der Waldregion einen Kommandobunker mit dem Codenamen Marden oder schwedisch für Marder geben. Finde ihn und erobere ihn zurück, um den dortigen Feldzugplan zu analysieren und die Hauptmission zu erhalten. Da gibt es einen Haufen EP, die brauchen wir, um zu leveln. Und ich habe... Wir müssen ja auch mal weitermachen mit der Hauptmission. Genau, richtig. Und ich habe alle Munition, die ich umsonst mitgeschleppt habe, recycelt. So ist es. Genau. Und ihr habt es geschafft. Er hat es endlich gemacht. Er hat aufgeräumt. Genau, richtig. Ich habe aufgeräumt. Sauhaufen. So ist es. Da konnte ich mir tatsächlich, ich habe so viel mit Stahl bekommen, das war ja unglaublich. Habe ich mir gleich noch zwei Zielsuchlafetten gebaut, vier Hacking-Pfeile. Ihr seht das ja, ne? So, Leute, ich würde sagen, ich muss noch mal eben an den Soundeinstellungen ein bisschen rumspielen, weil ich habe die vorhin so leise gedreht. Und ich glaube, die ist zu leise. Genau, diesmal hat auch Olli markiert, die 1, die blinkert schon da vorne und genau, hier drüben. Du kannst hier mal auf der Karte zeigen, wie weit das ist, das ist nämlich ein ganz schönes Stück jetzt. Das ist eine Menge und da haben wir nicht mal einen Unterschlupf in der Nähe, also wir könnten gar nicht, wenn wir wollten, irgendwie dahin. Wir könnten ganz schön sterben. Oder wir könnten hier runter in die Stadt, Unterschlupf Kyrköden, 2,65 Kilometer, ein bisschen links unterhalb, da wo ist eine Kirche. Und da ist eine Siedlung. Und da steht Unterschlupf Kyrköden. Ja, aber schau mal rechts da drüber, da ist ein Unentdeckter. Den würde ich doch eher da nehmen. Schau mal, ich habe da die 2 gemacht. Ja, ja, gut, dann gehen wir erstmal in die Kyrköden. Und dann gehen wir rüber. Genau, um uns wahrscheinlich auf dem Weg, da werden wir ein bisschen wahrscheinlich... Ja? Einmal froh sein, wenn wir dann da sind. Und genau dann. Ja, Schnellreise, oder? Was sagst du? Ja, das können wir natürlich auch machen. Kyrköden. Das ist auch eine Idee. Ja, genau, machen wir das. Kyrköden. Müssen wir nicht so weit laufen, da hast du das recht. Das ist richtig. Ja, super. Beam me up, Scotty. Genau, ihr habt auch schöne, viele hilfreiche Tipps gegeben, wo man hinballern muss, damit es extrem schnell geht. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie machen. Das kann Olli ganz toll machen. Ich bin da zu panisch. Ich schieße einfach drauf. Hauptsache, ich schieße drauf. Ich bin schon froh, wenn ich treffe. Ne? Das ist richtig, ja. Und dann sagt ihr, ich muss da hinschießen und da hinschießen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt treffe. Boah, das lädt aber heute lang. Was ist denn da los? Ja, ach, jetzt sind wir da. Das ist, sieht ja nicht so gut aus. Oh, eine Kirche. Übrigens, hab mal diese geile Korrosivmunition gebaut, die extrem viel Schaden macht an den Viechern hier. Ihr seht es da unten links, rechts. Links, das ist rechts. So eine, links, rechts. Das ist so eine tolle Munition. Ne? Die kosten Haufen Zeug, Haufen Uran. Genau, du hast aber ja, ne, hast ja gesagt, viel gefunden und so. Ja. Und ich werde auch weiter wieder alles suchen und jetzt habe ich ja wieder Platz zum Einstecken, weißt du. Und es ist Gott sei Dank wieder Nacht, Leute. Na, Gott sei Dank. Oh, endlich. Wir gehen aber zuerst zu 2, weil das ist der Unterschlupf, den wir noch nicht entdeckt haben. Den habe ich ja markiert und danach gehen wir dann zu deiner 1. So ist das, so machen wir das. Uiuiui. Und da haben wir schon Maschinchen, siehst du, das erhöht unsere Chancen ja natürlich hier. Das Bedrohungslevel zu erhöhen. Übrigens bin ich in den Kampf eingetreten, nur zu deiner Information. Hey, bist du auch schon wieder ausgetreten wahrscheinlich, oder? Nee, hier ist noch irgendwas. Ach, hier ist noch was? Nee, doch nicht. Einer hat sich umentschieden. Hm. Oh, bist du da hoch? Hast du Bergsteigerausrüstung dabei? Du, meine rosa Turnschuhe, die sind für alles gedacht. Oh. Für alles. Geil. Oh, hier war ich gar nicht drin. Was ist das? Boah, hier braucht man Dietrich. Ich, warte mal, ich. Was machst denn du hier? ja. Er hat gebootet, Leute. Er hat gebootet. Windows ist hochgefahren bei ihm. Dankeschön. ja, ich weiß nicht, warum ist das Auto explodiert. Ah. Hm.
Schau mal, um hier reinzukommen, braucht man Dietrich. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob hier was Tolles drin ist. Hier ist bestimmt was Tolles drin. Wo bist denn du? Hier? Na, hier? Klar, warte. Mach das mal auf, komm. Komm, ich bin doch Profi. Weißt du, ich bin doch Profi, Leute. Profi-Knacker. Profi-Knacker vom Allerfeinsten. Genau, du spielst ja im Augenblick auch ein Spiel, wo du Sachen klauen musst, ne? Ist das, ja, aber das ist, ich weiß noch nicht, ob mir das Spaß macht. Ich nehme alles mit, um es zu recyceln. Ist ja sehr sinnvoll, haben sie gesagt, die Leute. Hab ich dir auch schon gesagt, aber mir glaubt das halt nicht. Aber jetzt war nicht so, die geile Menge war jetzt hier nicht drin, oder? Ja, aber wieder Textil, das ist immer gut. Was ist denn das hier? Eine örtliche Karte? Aber das war's schon, oder? Das war's leider schon. Kann man das Licht anmachen? Nee, ja, mach mal das Licht an, dass du ein bisschen was siehst, ja. Hey! Oh! Nein! Ist so lalala. Ist er über dich drüber gehüpft? Der hat aber sehr. Der war aber sehr. Also irgendwie. Energisch. Da ist noch irgendwo einer. Aber da geht's doch noch weiter. Warum kommen wir denn da nicht rein? Waldregion wurde der Schrecken der Wälder. Oh. Leute, komm, wir müssen weiter. Wo bist denn du? Ach so, ja, ich bin jetzt da in dem Seitending drinnen. Oh, du bist ja gut. Ganz viel Textil. Ja, brauchen wir irgendwie immer jetzt, ich weiß gar nicht. Ja, das ja für die Erste-Hilfe-Kits brauchst du die. Ja. Und nachdem ich ja immer sterbe. Also hier müssen sie nochmal über die Inneneinrichtung sprechen hier, das sieht nicht gesund aus hier. Doch. Nee. Jetzt so, gehen Richtung wir aber. Zwei. Jetzt sehe ich deine zweite. Was da oben, okay. Da oben, ja. In die Häuser willst du jetzt gar nicht mehr gehen, oder? Doch, können wir natürlich auch machen. Wir brauchen ja viel Dinge. Dinge brauchen wir eigentlich immer. Brauchen immer Dinge, Leute. Hier schnattert irgendwo was. Ein Entchen. Ja. Vielleicht ein Entchen? Nee, das sind diese kleinen, fiesen... Schnatterdinger? Die Schnatterdinger, genau. Komm her, Sprit. Haben wir hier noch was drin? Nö. Komm mal hier rein, hier lag irgendwas. Hier liegt ganz viel Zeug. Oh, eine Battery. Wo ist denn hier? Auch Erste-Hilfe-Kits und Radio und... Räumst du wieder die Nachbarschaft leer, ja? Hier waren, ja genau, hier waren nämlich zwei kleine drinnen, die haben das alles beschützt, hier, was hier drin liegt. Eine kleine Möller. Also, hier auf dem Tisch ist alles voll mit Zeug. Hast du angerichtet? Du bist ja toll. Komm, alles her, alles in mein Tisch, Baby. Also das Haus hier hat sich jetzt mehr gelohnt, warum man das andere aufschießt, das hier war nämlich schon offen. Ich glaube, das ist einfach nur hier Fake. Hier schnattert immer noch irgendwas. Lass uns schnattern. Du löst das schon. Ich glaube an dich. Jupp. Genau. Sag mal schon, okay. Hallihallo. Ey. Hinter dir. Ich sag mal. Jetzt ist aber gut. So. Au. Das machst du ja eigentlich. Das war ich nicht. Ach. Das war ich nicht. Nee, das war draußen das Auto. Junge, ey. Oh. Hallöchen. Ein Brennballschläger. Boah, jetzt bin ich aber erschrocken, ey. Aber habt ihr gemerkt? Also, ich treffe halt nicht. Das ist halt echt. Naja, du hast halt das falsche Gewehr dafür gehabt. Man hätte vielleicht... Siehst du, da geht's ja schon weiter. Jetzt muss ich auch noch überlegen, okay, du bist dieser Gegner, dann nehme ich doch lieber das Gewehr, bis ich das überlegt habe und das dann rausgesucht habe, hat Ollis Ding schon platt gemacht. Ja, du hast noch Platz, mein Sonnenschein. Da bin ich zu viel Frau, da bin ich zu viel Frau. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten, komm. Na, zwei Richtung zwei. Immer noch zwei, jawohl. Wenigstens ist es dunkel, ich sag's immer wieder gerne, also. Das ist so unsers. Das ist hier, wo du angeklickt hast. Was? Nö. Meine 2 ist da oben irgendwo. Jetzt habe ich aus Versehen die Munition getauscht. Entschuldigung. Ach so, du meinst, das hier ist der Unterschlupf? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Das ist doch wieder so ein Bunkerding, oder? Nee, wir sind... Nee, Quatsch, nee, da ist noch ein bisschen weiter da hinten. Hier hoch. Das kommt... Ja, genau, das ist da. Kommt ihr Hundis auf den Berg. Aufe. Oh, ich glaube, das ist genau hinterm Berg, ne? Das kann schon sein. Nimm auf jeden Fall auch Holz mit. Holzi, ja, wir müssen um den Berg rum.
Ich kann ja direkt auf diesen Unterschlupfern. Wir gehen falsch. Ich sag's doch. Wir müssen dahinter, hinter dem Berg. Komm mal mit. Kommen Sie mal mit mir. Kommen Sie? Sag mal, was sind meine. Ja, ich komm. Wir müssen irgendwie hier rum. Oder ist das auf dem Berg? Ist auch möglich. Ich bin zu fett, ich komme hier nicht hoch. Ich bin auch genauso fett wie du. Na siehst du, da sind wir zwei Fette in Schweden. So wird die Folge heißen. Aber ich glaube dann. Ey, sag mal. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Komm mal mit. Ich sehe doch hier durch. Ich habe doch den Plan. Ich habe den Plan, habe ich gesagt. Pass auf, jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt aber, genau hingucken. Also du bist ganz, ganz weit weg. Naja, ich weiß. Das ist alles Ziel dieser Mission. So, jetzt. Musst du mich so erschrecken, du Hund? Hund, willst du ewig leben? Ich habe wirklich die falschen Schuhe an. Das ist tatsächlich so. Ich blicke genau drauf. Eigentlich. Ja, das ist auf dem Berg. Ich sag's dir. Hä? Auf dem Berg oder unterm Berg? Ich sehe Zelte. Sind sie der Herr Unterberg? Ich hab's gefunden. Oh, das sieht ja toll aus hier. Oh. Skull Clippans Jagdjäger, bitteschön. Wo haben wir denn? Oh, schaut euch das doch mal an. Oh. Ja, wie bist denn du da hochgekommen, ha? Du, wärst du mir gefolgt? Sehr schön. Da habe ich ein Foto gemacht. Du könntest dich aber auch jetzt herporten, wenn du willst, ne? Weil ich hab's das, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich das. Ob du das schaffst? Nee. Oder du machst ein Funkgerät hin, weil ich habe ihn noch nicht entdeckt und deswegen kann ich mich da nicht hinporten. Was? Warte. Ach, stimmt, ja, da war ja was. So, Inventory. Wait a minute, please. Wo haben wir denn? Ihr wisst, was ich suche, Leute. Mensch, wisst ihr doch. Ja, das Funkgerät halt. Oder hast du die jetzt alle platt gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte welche dabei. Ah. Pass mal auf. So. Miep. Bitteschön. Das ist cool, siehst du? So meinte ich das. Oh, da bist du ja. Hallo. Hier ist das Ding, hier das Foto. Als du das nimmst. Mhm. Und schau doch mal. Ist das nicht wunderschön? Hm? Oh. Dann könntest du deine Markierung ja wieder wegmachen, wenn du Bock hast. Hab ich doch schon längst. Kann man das Funkgerät wieder einsammeln? Nein, natürlich nicht. Nein, das ist wirklich. Warte mal, da kann ich hier doch gleich. Wie ist eine Lagerkiste? Ja. Das ist ja auch ein Unterschlupf. Das ist ja. Wunderschön, da können wir doch gleich wieder hier alles reinbölzen. Das kann weg, jawohl. Habe ich jetzt das Falsche weggelegt? Nee. Kann auch weg. Benzin. Oder machen wir uns gleich wieder frei? Ja, ich weiß, ich habe zu viel Munition mit, aber das ist halt auch, ne? Nein, das ist Olli, das ist aber in jedem Spiel so. Also ihr müsst mal, wir spielen ja auch Far Cry und so, ihr müsst da mal gucken, das ist bei Olli ganz, ganz schlimm. Also das, da kann er auch nicht anders. Nein. Der hat immer volles Inventar, immer. Das ist so mein. Deswegen haben wir ja, genau, und er kann auch keine Ordnung halten, auch das ist so ein echtes Problem. deswegen haben wir ja in manchen Spielen richtige Ankommenkisten, die er befüllen darf, ja? Ja. Und ich räume dann auf. Das ist wie im echten Leben. Ja, genau. So, du sortierst noch, oder? Ja, nee, ich bin fertig. Na los, komm dann Richtung 1. Warte mal. Ja, bitte?
Husten, wir haben ein Problem. Oh. Das gibt mir natürlich die Gelegenheit, gleich noch einen Schluck Kaffee zu trinken. Alles klar. So. Entschuldigung, ich musste mal hüsteln. Ne, kannst du ja, ist ja gut, ne? Dafür ist ja so eine Lunge da, ne? Ich irgendwie dich leiser gemacht. Jetzt hat... Was? Du hast mich leiser gemacht? Ja. Deinen schwedischen Kollegen im Widerstand? Jetzt hat die meinen Baum geklaut. Ist mir egal. Weil du so frech bist. Dann hole ich mir eben meine eigenen Bäume. Was ist denn hier? Was sind hier für... Achso, du hast aber jetzt einen Bunker. Ja. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie mal runter. Den Bunker Marden. Das ist ein Baum. Das ist schwedisch und heißt Marder. Ich glaube, wir müssen. Das hast du vorher so vorgelesen, ja. Wir müssen, glaube ich, hier drüber. Ja, aber da, glaube ich, geht's da hinten geht's nicht runter. Also ich möchte jetzt ungern hier einen. Das sagst du nur so. Einen Freiflug machen. Ich liebe Freiflüge. Wer nicht? Ja, dann jammerst wieder, wenn alles kaputt ist, ne? Füße und alles. Also ich glaube ja tatsächlich, die gehen kaputt, weil wir hier so schräg am Berg laufen. Ist doch nicht gut für die Fersen. Und die Kniegelenke und alles, ne? Da musst du dir mal vorstellen, das ist doch von der Natur nicht so gewollt. Wir sind ja keine Bergziegen, ne? Und das meine ich doch. Ich gehe trotzdem jetzt hier drüber, so. Mach, was du willst. Es hat ja schon mal funktioniert. Mhm. Und dann jammer nicht rum. Wo bist du? Wo bist du? Ich sag's dir, komm einfach mit. Oh, das ist aber ein Dickicht hier. Hier kannst du Steinpilze finden, du. Oh. Hm. Ich weiß ja nicht, das ist alles... Das ist alles verrückt, ich weiß. So, wir müssen mal auf die Karte gucken. Hm? Ja, das ist schon noch ein Stückchen. Ach, das ist ja noch ewig dahin. Ja, ja. Das ist ja noch hunderte Kilometer. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir einen Mietwagen genommen. Als ob, weißt du? Ja. Ich bin in den Kampf eingegangen. Siehst du schon wieder? Da ist ein paar Hunter sind da. Oh. Das sind aber nicht gerade kleine. Wo laufen die hin? Die sind, ich sag doch, Pilze suchen. Steinpilze, Pfifferlinge. Brombeeren. Ja, wir müssen die machen, oder? Wir können ja da Richtung... Nö, wir grünen hier weiter. Wir kommen wieder zurück jetzt. Jetzt sind es drei jetzt sehen auf einmal. Sie uns. Okay. Willst du Han oder Han, Han, nicht Han? Komm, wir machen Han, los was? Hier. Han, anschließen. Upsi. Gas, 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 Gas. Hui. Oh ja, also, das war der Wuffi. Der Wuffi hat's gemacht. Der Wuffi hat's gemacht. Du bist ein guter Wuffi. Dankeschön für Ihre Waren. Oh, jetzt fängt er wieder an mit seiner Mütze hier. Kontrollpunkt übernommen. Irgendeiner hat irgendwas übernommen. Jo. Die sollen sich mal nicht übernehmen bei uns. Hallo, Hund? Was machst denn du mit dem? Lass doch die Toten Tote sein. Du bist so nett. Kommt der klar? Wenn er fertig ist mit Rollen. Hm. Okay, alles klar, los weiter. Ist ja furchtbar mit den Hunden hier. Ja, die Hunde. Hunde wollt ihr denn überhaupt ewig leben? Hm? Überhaupt? Überhaupt jetzt mal gefragt, generell. Wer will schon ewig leben, oder? Nee, das ist ja, macht ja keinen Spaß. So, hier ist irgendwas los. Yes, ich habe das Gefühl, dass hier gleich der Punk sozusagen geht. Nee, sag das doch nicht immer. Du, wir brauchen Action. Die Leute wollen Action sehen, rund um die Uhr. Echt? Wollt ihr wirklich die ganze Zeit Action sehen? Das ist ja kein Walking-Simulator hier. Das ist ein... I'm walking. Oh, hier haben wir doch schon. Verschaffe neue dir... Mission. Verschaffe dir mit dem Zugangsdatenplan Dingsbums und geh da rein. Jetzt geht er mal rein? Ich gehe jetzt da rein. Mensch, ist doch klar. Warte mal, sind wir denn... Wo ist denn... Wo ist denn Dings? Ja, ja, wir sind... Aber. Ach so, aber da, wo du deinen Punkt hingemacht hast, da endet nicht die Straße. Schau mal, ich mach mal dahin, weil wir haben ja so einen tollen Tipp bekommen. Also so blöd muss man ja erstmal sein.
Ja, das stimmt. Das hätten wir, da endet einfach die Straße. Da ist wahrscheinlich der Eingang. Du, da hast du wahrscheinlich recht. Also wenn ich es jetzt so Das ist ja überlege. gar nicht, also das war ja hier auch wieder ein super Ui. Kommentar, der so blöd, wir waren ja schon auf so vielen Bunkern und haben die Eingänge immer nicht gefunden. Ich sag doch, wir haben die beste Community der Welt. Wir Es haben gibt wirklich keine die bessere. besten Zuschauer. Ich bin so froh, dass wir euch haben. Ja. Euch und die großen Kartoffeln. So, und jetzt hier, Was? ich sag doch, du hast recht gehabt. Also manchmal, Ja. es gibt so einmal, jetzt, das war jetzt das eine Mal, wo du recht hast am Tag, ne? Das ist jetzt durch. Ja, Das ist jetzt dann. leider vorbei. Was ist denn hier Ich los? hab's aber sehr genossen. Irgendeiner will mich unbedingt. Er sagt, der Eingang ist unbedingt hier drüben. Warte mal, ich mache mal meinen Wegpunkt weg. Machst du deinen blöden Wegpunkt auch mal Warte mal, weg, da den du muss ich mal total eben. verkehrt gemacht hast? Ich habe den besten Wegpunkt aller Zeiten. Ich habe den besten und ich habe den nur gemacht, weil es hier Ja. einen super Kommentar dazu gab. Und ich. Warum bin ich hier im Kampf Das eingetreten? weiß Von ich noch wem? nicht. Wer? Wer macht sowas? Ist denn hier los? Ich habe nicht geschossen. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon. Oh, warum schießt mein Hund auf mich? Aber dahinter stand da einer. Keine Ahnung, wo der herkam. Guten Tag. Ein sehr braver Hund, muss ich sagen. Wieso haben wir so viele Batterien hier plötzlich? Das ist ja nicht mehr normal. Wozu braucht man eigentlich die Batterien? Das habe ich auch noch nicht so richtig Naja, für kapiert. die EMP-Kacke und sowas bauen. So, hier müssen wir wohl rein, haben die gesagt. Warte mal, hier ist noch ein LKW, den würde ich mir auch gerne noch anschauen. Was? Ach so. Ah. Das ist natürlich super. Sag mal. Schieben Sie mich doch nicht weg. Du hast mich Was weggeschoben. machen Ich Sie habe nur denn? zurückgeschoben. Hallo. Scan abgeschlossen. Zutritt gewährt. Oh, du Dankeschön. hast. Wieso hast du den Zutritt? Weil Wieso ich hast du den. ein cooler Typ bin. Wohin jetzt? Links oder rechts? Sagen Sie mal, bitte sagen Sie. Komm, wir gehen Ich hier glaube, rum. hier lang. Wenn du sagst, hier lang, rennst du eigentlich genau immer in die andere Richtung wie ich. Nö, aber das diesmal warst du richtig. Oh, hier hinten Was lang, ne? Kleines schnattern. Du hörst was schnattern? Ja. Bist du das Schnatt? Ja, ich auch. Kein Strom, kein Strom. Wie kein Strom. Ja, geht's noch? Ach, hallo? Mach doch mal den Strom an. Das sieht mir sehr nach Bunker aus hier. Da, schau. Textil. Oh, hier gibt es einen schönen Computer aus Schweden. Ja, dann gehen wir mal den Kom. Gehst du mal bitte. Wir Stehen die brauchen zwei Hunde drin. jetzt übereinander? Wie sollen ich so rauskommen? Du, ich weiß nicht. Die standen zu zweit übereinander vor der Tür. Ich spinne doch wohl. So, oh, da kommt einer angerannt. Und tschüss, du Loser. Du Loser, genau. Hier geht's wohl offensichtlich erstmal nicht weiter. Das ist. Doch, wieso? Hier geht's doch weiter. Oh, ich dachte schon, löst Sackgass. Ne? Das ist Schrom. Hier ist gut. Hier rein. Alle rein. Alle Mann rein. Hier. Kommt alle mit. Alle mit. Hey, was? Wie? Oh. Wo? Nein, ich bin das auf Glocken, Entschuldigung. So. Diese Das war ein Frau. Reflex. Das war ein Diese. Reflex. Aber du und dein Reflex an Schusswaffen, weißt du, Nein, das da war ein ist. kleiner. Da war ein kleiner. Ja, Was? deswegen habe ich auch im echten Leben keine Schusswaffen. Ein Und das ist kleiner Olli wirklich. zufällig, auf den du schießen musstest? Hast du nicht gesagt, hier gibt's Strom? Ja, unten. Wie unten? Na, hier, die Hier Treppe gibt's noch runter. einen unten? Ja, warte mal. Hier gibt es noch einen unten, ja? Wenn die mich hier doch lassen. Hallo? Hundi, Fuß, Fuß, Hallo? komm hier. Hallo? Hundi, Fuß. Das ist ja eine Action schon wieder hier. Da, hier geht die Treppe runter. Trum, Oh, trum, ich trum, könnte trum, wetten, wieder trum. Gas, oder? Lass mich raten, Gas. Nö, hier ist kein Gas. Völlig unbegast. Völlig links, rechts. Ich gehe mal hier lang. Hallo. Hallo? Hallo?
Hier, ich mach mal Strom an, ne? Ich bin nämlich gelernter Elektriker. Ja, mach mal Strom an, weil mich nervt es im Dunkeln hier rumzulaufen. Ah. Guck mal, hier können wir schon zocken. Sehr, sehr schön. Können wir streamen. Na, ich weiß nicht, ob der das, ne? Klar schafft der da doch 128k RAM-System. Hallo? Hallo? Das ist nur vom Feinsten. So, da drüben war auch noch eine Tür. Ja. Oh, da geht's noch weiter runter. Ich hab gewusst, da kommt die Gasscheiße, weißt du? Meinst du? Aber immer. Oh. Etwas hat den Generator zum Anhalten gebracht. Starte ihn neu. Musst du nochmal da hoch? Was? Aber sind die doof oder was? Sag mal, Leute, etwas. Geh weg jetzt, du, geh Das weg ist jetzt, dein du, geh blöder weg. Hund. Oh, jetzt bist du es gewesen. Hier, ich hab's gefunden. Wer hat's angehalten? Nur hier Wer so war's? so eine kleine Fruchtfliege. Au, 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 au. Wo bist du? Wo bist du? Boah, den schönen Rechner fast kaputt gemacht, weißt du. Da fliegt noch einer. Wo? Nimmst du mal bitte Da eine war andere was? Waffe? Hinter dir, hinter dir. Wie oft kann man denn eigentlich dich treffen? Huch. Wieso soll ich eine andere Waffe nehmen? Weil dieses Ding eigentlich nur für einen Fernkampf ist. Hast du keine, Das. was weiß ich mal, Nein. Maschinen? Leute, schreibt bitte in die Wieso? Kommentare, Dani, nimm eine andere Waffe für so. Ne? Ja, nehme ich halt eine andere Waffe. Ich habe genug. So eine Aber ich habe Ratatenk, hier weißt du? immer noch, irgendwas ist hier immer noch. Ja, hier oben. Ach so, da unten meinst du bei dir? Ich hatte gerade so eine. Komm, Ja, ich wir mach können die aber Türe zu, hochgehen. nicht, dass hier aber da einer reinrennt, weißt du? Oh. Und Meine die. blöden Hunde. Also manchmal ist es schon. Es ist manchmal. Komm mit. Es ist ja grauenhaft. Jetzt muss ich ihn wieder ausrüsten. Wo haben wir es denn? Hier. Köter. Lücke-Terre. Und zwar lege ich dich dahin. So. Jetzt darfst du wieder rauskommen, mein Freund. So, bitteschön. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Nee. Komm wieder mitspielen, komm. Den kann man übrigens auch als Lagereinheit nutzen. Der trägt 30 Kilo. Und das Coole ist, wenn du das, den Hund einsammelst, ist es nicht weg. Ich sag's nur. Was ist denn los? So, komm hier lang. Schlopp, 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 Dabei schlopp. ist es eigentlich meine Lieblingswaffe gewesen. Tada! Upsi! Hallo, Herr Nachbar. Die ich jetzt hergeben musste. Oh, warte mal, wir müssen mal hier hinter. Wir gehen absolut da mal hin. Weil hier ist nämlich Ein Türchen. ein. Oh, ja, ich sehe schon. Wo ist das Bild? Wo ist das Hier auf dem Bild? Tisch, so beim Schachspiel. Guck mal, hier haben wir auch noch so einen Rechner. Jetzt hier hast du auch einen Rechner zum Streamen. Naja, ich weiß nicht, ob der das. Diese Dinger übrigens hier, so kann man Quests machen. Schließe einen Basisangriff ab und zerstöre drei Generatoren und bla bla und blub blub. Da brauchst du aber wirklich viel Zeit für. Denn, und die haben wir nicht, ne? Die haben Wir wir haben keine nicht. Zeit. Wir haben doch keine Zeit, Grundsätzlich. Leute. Niemals. Achso, wir müssen ja noch den Feldzugplan finden. Richtig, richtig. Der muss wohl hier drin liegen. Hier Tada! drin? Ja, guck, das sieht doch feldzugplanig aus hier. Das sieht ganz schön. Hier gibt es ein Herstellungsdingens. Da ist der Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Nach einem Scharmützel mit einer kleinen Einheit Küstenjäger ging einer Gruppe Maschinen augenscheinlich die Munition aus. Aber ich glaube, das ist zu laut, wenn ich mitquatsche. Ludvig 3. Vi vet att ni inte svarar, men förhoppningsvis kanske ni fortfarande lyssnar. Vi har förföljt fienden in i skogen 1 kilometer nordväst, Hjortkvarns sågverk. Fortfarande inga tecken. Stopp. Bakom oss. Skjut! Wir sinken. Wir sinken. Som vi tidigare har rapporterat under morgonen så har det framkommit uppgifter om flera dödsfall i Östertörnsområdet under natten. Polisen är förtegen om vad som har hänt, men källor till SR bekräftar att över 10 personer har bragts om livet. Det är ännu oklart i vilken utsträckning om någon av dessa dödsfall är sammanlänkade.
Ett av offren påträffades i bostadsområdet Lillå i Östervik och SR4:s reporter talade med en av grannarna som var i kontakt med polisen, Fredrik Blom. Furchtbar, was die in den Nachrichten sagen hier. Och du vet, jag varnade dem. Jag såg den här flygande metallsaken ovanför hennes hus igår kväll, ser du? Visst, jag sa till polisen, men de trodde inte på mig. Det var sant alltihop, alltså. Morbror Kalle hade rätt. Det var de som gjorde det. Außerirdische, siehst du? Aha, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt werden wir entführt und kommen nie wieder. So, und hier gibt es 4 Hauptmissionen jetzt zu erledigen. Die Gasfabrik, unbekannte Flugobjekte, Mut, Kraft und Zähigkeit. Nicht allein, die haben wir ja schon irgendwo angenommen. Ich würde sagen, wir kümmern uns um die unbekannten Flugobjekte, sogenannte UFOs. Und da echt? Die willst du machen? Die will ich mal. Also natürlich. Hier steht auch was dazu, ne? In der Waldregion. Ein paar Tage vor der Katastrophe berichtete ein Frederik Freddy Blom aus Lilla, einem Wohngebiet im Südwesten der Stadt Östervik, dass er ein Fluggerät gesehen hatte, aber die Polizei nahm ihn nicht ernst. Noch in derselben Nacht wurden an verschiedenen Orten auf Östertürn gleichzeitig mehrere Menschen ermordet, darunter auch ein Nachbar, eben jenes Frederik aus Lilla. Anscheinend war die Geschichte doch etwas mehr als nur das Geschwätz eines Scherzanrufes oder Alien-Fanatikers. Versuche in Lilla herauszufinden, wo er wohnte und wie die Morde mit der ganzen Invasion zusammenhängen. Geil, oder? Warte mal, aber wenn du auf die Karte gehst, ja, bitte? Hier, ich bin dann wäre direkt über uns eigentlich die Hauptmission Mut, Kraft und Zähigkeit. Die würde ich eigentlich zuerst machen, weil unbekanntes Flugobjekt ist relativ weit unten. Mut, wieder. Kraft und Zähigkeit? Ja. I take a look at this. Was ist denn das? Ach, hier. Ja, dann nehmen wir die. Also oder? Mir ist ja völlig wurscht. Magst du das auch noch schnell vorlesen? Das mag ich auch noch schnell vorlesen. Nach einem Scharmützel mit einer kleinen Einheit Küstenjäger ging einer Gruppe Maschinen augenscheinlich die Munition aus, worauf sie sich in den Wald zurückzog. Die Einheit nahm heimlich die Verfolgung auf, um die feindliche Nachschublinie zu fändern. Obwohl der Funkkontakt mit Marden bereits abgerissen war, sendete die Einheit weiterhin einseitige Meldungen, bis auch sie verstummte. An ihrer letzten bekannten Position müsste sich herausfinden lassen, was mit den Küstenjägern geschehen ist und was die feindlichen Maschinen vorhatten. Na dann, schauen wir mal, was die vorhatten. Und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ach Quatsch, echt jetzt? Echt jetzt? Ist so. Der Olli, der hat immer die Uhr im Blick. Ich habe es leider nicht im Blick, deswegen bin ich manchmal so erschrocken, dass schon wieder so irgendeiner die halbe Stunde rum ist. Wieso hat er jetzt Gasfabrik angenommen? Wer hat angenommen? Er hat die Gasfabrik einfach jetzt angenommen. Ich will jetzt Mutkraft und Schädigkeit. Begib dich zur letzten bekannten Position des Küstenjäger-Trops. Jawohl. Und das machen wir in der nächsten Mission. In der nächsten Folge. Und Mission. In der nächsten Mission machen wir die nächste Folge. Genau. Abo, Like und den ganzen Bums nicht vergessen. Ne? Ihr kennt das ja schon. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.